Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Otto's 11, in dem Otto Walkes sein Publikum das 8. Mal zur Kinokasse bittet. Diesmal bringt ihn ein fieser Casino-Betreiber um ein wertvolles Gemälde und er beschließt es sich, gemeinsam mit seinen Freunden zurückzuholen. Herzlich willkommen bei Spind Entertainment. Haben Sie sich auch manchmal gefragt, warum ist es in meinem Spind so öde und so langweilig? Na, wir haben die Lösung. Spind Entertainment. Wo wir zu Hause sind, das weiß doch jedes Kind. Da weht ein frischer Wind durch unseren Spind. Ja, ja, ein frischer Wind durch unseren Spind. Gestatten? Jean Dumersac. Dumersac, den Namen kann ich mir merken. Meine Gattin. Oder sind Sie wohl Frau Dumersac? Wenn ein Otto-Film rauskommt, gehört er meistens zu den erfolgreichsten Kassenschlagern des Jahres. Da ist es schlau von ihm, sein jüngstes Erfolgsrezept, die Lachverantwortung auf andere mitzuverteilen, zu wiederholen. Denn auch in Otto's 11 blödelt Walkes wieder mit populären Kollegen wie diesmal Rick Cavanian, Max Giermann und Olli Dittrich. Wieder dabei Mirko Nonchef und Sky Dumont. Keiner der Beteiligten bietet hier irgendetwas Neues, ganz im Gegenteil. Aber was sie machen, machen sie gewohnt gut. Sieben-Zwerge-Regisseur Sven Unterwald leitet das Ganze wieder. Warum allerdings Model-Casting-Gewinnerin Sarah Nuru nun auch dringend dabei sein musste, ist mir total schleierhaft. Dies ist übrigens keine totale Parodie auf Ocean's 11, lasst dich ja nicht vom Titel und vom Casino-Aspekt täuschen, denn da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Was ich Walkes wirklich sehr hoch anrechne, ist, dass der 62-Jährige es auch nach 40 Jahren immer wieder schafft, alle Generationen anzusprechen, denn Kids werden hier ein totales Freudenfest haben. Nach einem etwas quälenden Start kriegen wir nur noch so etwas wie eine Geschichte mit einem roten Faden und ein paar sehr komische Nummern, aber leider eben auch ein paar sehr idiotische. Humor ist ja etwas sehr Persönliches und auch schwer zu bewerten, lassen Sie mich daher so sagen. Wenn du die anderen Otto-Filme mochtest, wirst du diesen sicherlich sehr mögen. Wenn die so gar nicht dein Ding waren, wird dieser nichts daran ändern. Wo wir zu Hause sind, das weiß doch jedes Kind. Da weht ein frischer Wind durch unseren Spind. Ein frischer Wind durch deinen Spind. Der Spind, der Spind. Ja, ja, das stimmt. Der Streifen ist für alle freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 2. Dezember, in Österreich am 3. Dezember. Ich gebe Otto's 11 ein B-. Lass mich deine Gedanken über den Film wissen. Außerdem würde mich mal interessieren, familienfreundlicher Humor wie der von Otto's 11 ist ja relativ rar gesät heutzutage. Und ich war total überrascht, dass fast 90% der sehr zahlreichen Kommentare bei meiner Kritik zu Jackass 3D dort gesagt haben, dass sie Humor, der unter die Gürtellinie schlägt, absolut toll finden. Meine Frage heute, wenn du die Wahl hast zwischen sauberem Humor und eben solchem aller Jackass 3D. Was ist dir lieber? Ich muss sagen, für mich selbst muss ich da eine Weile drüber nachdenken und muss auch gestehen, dass es bei mir total auf die Stimmung drauf ankommt. Beides kann lustig sein, solange der Film richtig komisch ist, was ja leider eben auch nicht so oft der Fall ist. Und nur weil es unter die Gürtellinie haut, ist für mich auch noch lange keine Garantie dafür, dass es komisch ist. Deine Gedanken bitte. Wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.